Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einem weiteren Prognosenspiel. Vierter Spieltag und die Frankfurter Eintracht gegen die Borussen. Ja, das wird noch ein gutes Spiel. Also Eintracht, wenn mich nicht alles irrt, wo stehen die gerade? Joey, weißt du das gerade aktuell? Nein, weiß ich nicht. Ich glaube, die standen so ein bisschen im Mittelfeld. Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Aber wir haben natürlich geguckt, dass wir den aktuellen Kader hinkriegen. Bei Dortmund war das natürlich mit dem ZOM-Spieler vorne diesen... Ich kann den Namen nicht aussprechen. Der kam von Donald Schach Donzek oder wie der Feine ist. Der ist ja leider in FIFA nicht drinne. Also den konnten wir nicht reinnehmen. Ansonsten haben wir schon das so gemacht, wie das möglich war. So. Du meinst Mkhitaryan, ne? Wie? Mkhitaryan. Kann möglich sein. Auf jeden Fall war das ein Name, den man nicht aussprechen konnte. Das ist er. Judy, dann würde ich sagen, fangen wir auch an hier mit dem Spiel. Meine Wenigkeit wird natürlich die Dortmunder präsentieren. Und der Joey hier natürlich die Eintracht. So, von links nach rechts, von rot nach gelb, von oben nach unten. So. Und sie versuchen hier von der linken Seite. Schwegler. Oh, sehr schön hier von Bender gemacht. Lewandowski. Aber was macht er denn da? Er spielt schon wieder nicht richtig. Das liegt halt einfach. Danke, Schmelzer. Danke, Schmelzer. Da schmelzt man noch hin. So, gibt's hier noch irgendwas? Nö. Außer Abstoß. Ich dachte, der Schiedsrichter wollte da vielleicht noch irgendwie... Ein Foul, ey, es ist aber auch... Also ich hoffe wirklich, dass das in FIFA 14 dann wirklich einfacher geht mit den Kopfbällen. Weil ihr in FIFA 13 oder so... Oh, was macht ihr denn hier für Rücken? Reus sieht ihn da... Oh, das ist mir Gündogan, was hat er gemacht mit dem Kopf? Was sollte das denn? Nee, den hast du ein bisschen zu schnell gespielt. Oh, ja. Oh, Trapp da noch mit einem richtigen Sprung in die richtige Ecke. So, Schmelzer hier. Was? Ist Blaschi? Ist der Blaschi? Und jetzt der Konter hier von der Eintracht. Es geht hier. Oh. Ocean. Ocean Blue. Ocean 11. Ja, das gibt's doch nicht, Alter. Alter Schwede, Junge. Pisscheck. Pisscheck. Joey, 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 Alter. Das so geht das ja alles nicht. Ich weiß. Boah, Weidenfälle. So, jetzt aber. Ah. Die ist aber auch eine langsame Sau, finde ich. Oder? Ja. Lewandowski. Ja.
ist. Oh, natürlich ist er mal wieder keine außer Zambrano. So, so, so. Nein, das gibt's nicht. Oh, Weidenfeller hat ihn sicher im Griff, im Paradegriff. Und Leitner, Leitner, Leitner! Leitner, Leitner, Leitner! Nee. Was war das denn für eine ganz komische Parade da von Weidenfeller, du? Du. Gucken wir mal, ne? Ah, er wieder mit seiner Special Attack hier. Ah, ne, ich hab zwei drin. Was war das? Da laufen die jetzt zwei zurück, Alter. Ich muss sagen, dieser Special Attack, der ging bis jetzt eigentlich zu 90% immer rein. Nee. Okay. Eben. Das ist, ist. Oh Gott, ja. Hey, Fury. Erstmal weg hier. Halbzeit. Und die Eintracht führt. Ganz unverholfen. Oh, kriegt da Reus nochmal schnell die Karte. Hat er da noch eine Karte gekriegt? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Kann sein. Kann sein. Muss nicht sein. Und Dortmund liegt zurück. Ich glaube, das ist das erste Spiel, wo sie da jetzt zurückliegen. Mit 0:1. 0-0. 0-0? Hast du nicht schon ein Tor gemacht? Nein, guck doch aufs Ergebnis oder hast du keine Augen? Ich habe keine Augen und ich sehe das Ergebnis auch nicht mehr. Jetzt sehe ich das Ergebnis. 0-0. Ach, jetzt komm, da war doch nichts gewesen. Die Muschi sich da einfach so fallen lässt. Ja, Reus hat eine gelbe Karte bekommen. Ey, leck mich am Arsch, Alter. Boah, der Verteidiger einfach mit. Ah, zum Glück war Reus da noch mitgegangen. Boah, was sollen denn so eine Flanken, ey? Also irgendwie funktioniert hier gerade gar nichts so wirklich. Also nicht bei der Eintracht und auch nicht bei Dortmund so wirklich. Oh, jetzt juckt mir hier noch die Nase, Alter. Oh, und die Pässe gehen immer nicht dahin, wo sie sollen, nur. Kann immer nicht wahr sein, Junge. Ja, schön ausgedrückt hier. Hey, da haben die den doch volle Kanne umgerannt. Alter, das. Ach komm! Ja, ach komm, Alter, Junge!
Gündogan, gelbe Karte. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hier sehen wir nochmal, dass nichts passiert ist. Guck dir das an. Einfach so ein Schwalbengänge. Meine Güte nochmal, du. Kannst echt nichts mehr zu sagen. Ja. Komm hier vorbei. Alter, da bleibt dir die Spucke weg. Alter. Ich gewinne auch nie ein Kopfballturnier. So, Subotic, Subotic! Fuck deine Mutter, Alter. Kann ja auch nicht wahr sein hier. Super Reus. Ocean. Schön gesehen. Nein. Leck mich von dem Mato, Alter. Nein, oh. Auch die Chance eben gerade. Ja, natürlich. Ja, gar nicht, Alter. Das gibt's nicht. Mann. Wo es nachher im Endeffekt für die Eintracht hier den Abschluss nicht bringt, ja, bringt es irgendwie gerade gar nichts. Das gibt es nicht, Junge. Siri. Hallo! Ich hab einen anderen angewählt. Doch 0 zu 0 hier. Oh. Meine Güte, da versuchen wir jetzt nochmal schnell was auszuwechseln hier. Wen haben wir denn noch so? Ja. Ach, wir können ja auch nicht irgendeinen noch holen oder so. Obwohl, warte mal ganz kurz. Wir haben ja, glaube ich, noch. Komm, wir machen das nochmal so zurück. Ist zwar ein bisschen. So. Jetzt machen wir hier eine Auswechslung. Ich glaube, die Eintracht wechselt auch aus. Ja. Verrätst du uns auch, wen du reinholst? Ja, Jan Rosenthal. Nur ran, ja, ran, Rosenthal. Und bei uns kommt Großkreuz und Auer bei Mayang. Der Obi kommt. Ja. Oh. Also was, wie gesagt, was bei der bei den Dortmundern nicht funktioniert. Oh, Plagi hatte keine Power mehr. Ja, funktioniert irgendwie. Gibt's nichts, ne? Halte! Da läuft er einfach dran vorbei. Der Gündogan. Oh, da steht auch noch mal einer, Junge. Das gibt's doch nicht hier, du! Ja, das gibt's wirklich nicht. Was für ein packendes Spiel. Und das war's auch. Wir gehen hier wirklich auf eine Art, muss man sagen, wirklich verdient mit einem 0 zu 0 raus. Obwohl man wirklich auf andere Art wieder sagen muss, ja, die Eintracht hätte es denn doch wirklich verdient, weil sie hatten einfach die Chance und haben sie einfach nicht genutzt. Und trotzdem war es ein schönes Spiel. Wenn es euch auch gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Kommentar da, wenn ihr noch ein bisschen was verbesserungstechnisch vielleicht habt oder irgendwas anderes. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend und Tschüssikowski sagen wir beide. Ciao, ciao.